Ah, das ist mal ein bisschen blöd, wenn ich jetzt zu lange bin, langsam bin, dann setzt er nämlich immer unten einen dran. Bin ich zu schnell, schafft das nicht mehr von der Entfernung her. Es wird schon wieder Nacht. Dann gehen wir jetzt noch einmal ins Bettchen, machen die Decke da an der Stelle schon mal fertig. Setzen dann oben vielleicht auch noch ein paar Fackeln drauf. Und ja, dann sollte das Ganze schon ein gewisses Ausmaß erreicht haben. So, ganz schnell ins Bett. Wenn ich jetzt mal in die Tür auch reinlaufen würde und nicht immer vor die Tür rennen würde, wäre das Ganze natürlich besser. So. Schauen wir mal. Jetzt geht's nochmal raus. Nehmen wir uns direkt noch ein paar Steine mit und machen die zu Steinziegeln. Denke mal, da unten die reichen, aber hier oben dürfen wir jetzt auch schon ein paar drin haben. Wunderbar. Aber wir machen jetzt erstmal hier die eine Truhe leer. So, dann können wir die Truhe eigentlich auch direkt abreißen und unten platzieren. Wenn man denn das richtige Werkzeug mal nimmt. So, jetzt muss ich mal gucken. Das hier ist jetzt unsere Treppe runter. Wunderbar. So. Ja, toll. Und ich setze jetzt natürlich genau die falschen Steine wieder, ne? Ich liebe es. So, die geht, das funktioniert ja nicht. So, zack, zack. Dahin, dahin, da füllen wir nochmal einen auf. Da haben wir nämlich hier genug Blöcke davon. Wunderbar. So. Seht ihr, das funktioniert nicht, wenn man zu nah dran ist. Und wenn ich zu langsam bin, funktioniert das aber auch nicht. Na toll, jetzt setze ich. Blablabla. Nee, nee, nee. So nicht. So nicht, mein Freund. So. Toll, ich war schon hier und der setzt den Block wieder an die falsche Stelle. Also, das mit dem Lägen ist echt manchmal nervig. Muss man jetzt leider ein bisschen langsamer angehen, sonst habe ich nämlich dauernd die Blöcke wieder an der falschen Stelle. Das ist jetzt nicht so lustig. Passiert mir nämlich leider jetzt gerade viel zu oft dann. Na komm, jetzt setz mal da dran, danke. So. Die. Denke mal, hier zwischen sollte ich dann auch gleich noch ein paar Fackeln unten mitten reinsetzen. Da muss ich mal überlegen, wie ich das da mache, dass es einigermaßen hübsch aussieht noch. Dann werde ich vielleicht ein paar einfach so ein paar Säulen zwischendrin noch aufstellen, wo ich dann ein paar Fackeln anbringe später. Ich glaube, das sieht besser aus, als wenn da irgendwo auf dem Boden dann Fackeln rumstehen. Oder ich müsste halt irgendwie noch Glowstone besorgen oder so, den ich hier in die Decke einlasse. Muss ich mal gucken. Weiß gar nicht, wie viel Glowstone ich hier in der Welt gerade habe. Habe ich zwar eben noch irgendwo gesehen, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Und dann könnte man nämlich hingehen, oben auf die Decke quasi nochmal eine Deckenebene drauf. Das ist quasi dann der Fußboden von unserem Häuschen später. Dann hat man so eine kleine, ich hasse es langsam, so eine kleine doppelte Ebene. Ich denke mal, dass der jetzt immer mehr hängt. Ist auch einfach, weil die Aufnahme jetzt schon ziemlich lang ist und der natürlich entsprechend Speicherbedarf dann wahrscheinlich braucht. So, jetzt haben wir es aber hier unten schon mal zu. Haben wir noch ein paar Fackeln dabei? Haben wir noch. Dann stelle ich jetzt einfach mal hier unten mal jetzt erstmal vorläufig welche hin. So, jetzt hat man aber schon mal einen gewissen Eindruck, wie das Lager dann später aussehen wird. Das wollte ich euch nämlich dann auch mal zeigen. So hätten wir das dann. Dann kommen dann auch halt die ganzen Schilder dran. Das ist ja später dann auch zu. Ich meine, da kann man jetzt durchgucken. Da hätte ich die Stufen vielleicht doch ein bisschen anders setzen müssen. Muss ich mal gucken. Vielleicht setze ich die nochmal anders. Hinten hinter komme ich zur Not nochmal. Dass die dann eher zu sind. Das können wir jetzt eigentlich mal direkt testen. Komm. Die Zeit muss sein. Also hier, das ist die eine Ebene. Hier kommen wir noch hinter. Wunderbar. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal hier die Stufen. Beziehungsweise haben wir ja, glaube ich. Ne, haben wir keine mehr. Sowas aber auch. Gucken wir mal, wenn wir die jetzt unten anbringen. Dann sollte man da nicht mehr durchgucken können. Jetzt muss ich natürlich irgendwo noch hochkommen. Laufen wir mal hier hoch. Jumpen da rum. So, das wäre dann. Da kann man durchgucken. Da nicht. Truhe geht aber trotzdem auf. Truhe geht trotzdem auf. Ich glaube, dann sitzen wir die wirklich doch andersrum. Ist zwar da nicht so, wie ich das gerne habe, aber. Das Leben ist manchmal kein Wunschkonzert. Nee, nee, manchmal nicht.
So, jetzt müssen wir die Sachen natürlich einsammeln, ohne darunter zu segeln. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. So, dann gehen wir jetzt mal auf Schleichmodus wieder. Einmal dahin, einmal dahin. Dann machen wir das jetzt noch fertig hier. So, einmal dahin. Einmal dahin. Die stehen schon richtig. Die nehmen wir weg. Ja, toll. Das war das, was ich meinte. Jetzt sind die nämlich einmal da durchgesappt gefallen, wa? Freche Biester, ehrlich. Nee, 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 nee. So nicht, Freunde. So nicht. Machen wir jetzt anders. Ich hau die jetzt von hier unten weg. So, zack, zack. Ey, der Freche da. Naja, oben müssen wir sowieso gleich lang, dann können wir den einsammeln. Sind aber jetzt auch echt ein paar freche Früchtchen hier. So, die wollen uns echt drauf anlegen. Gehen wir wieder dahin, setzen die um. Dann gehen wir gleich nochmal eben die Birken kaputt hauen. So, wo war das jetzt? Hier war noch eine, die fehlte. So. So, da liegt noch eine Stufe rum. Haben wir jetzt eingesammelt. Dann sollten wir jetzt wieder. Ne, hier sind auch noch welche, die lagen eben auch noch da hinten rum. Gut, gut. So, das sollten dann die letzten beiden sein. Dann können wir jetzt mal. Nein, nicht da runter hüpfen. Da wollte ich nämlich eigentlich jetzt nicht hin. Ich dachte eigentlich, da meine manchmal. Ach ja. So, einmal hier hoch. Jetzt gehe ich nochmal da reinschauen. So. Das sieht soweit dann ganz gut aus. Der schwarze Dings, das ist einfach nur wegen den Dispensern da hinten. Ist aber nicht so tragisch. Da kommt dann noch Schilder vor. Ich denke mal, dann sieht es doch ganz gut aus. Und vor allem, es wird dann alles automatisch sein. Das heißt, wir machen dann irgendwo eine Kiste, vielleicht irgendwo. Da muss ich mal gucken, wo mache ich denn hin? Vielleicht irgendwo hier mitten rein oder so. Das muss ich mal Kisten gucken. Da machen wir dann eine Kiste hin, wo wir dann alles reinpacken. Und wenn das dann soweit ist, dann kann von da aus alles reingezogen werden. Geht dann hier hinten über Schienensysteme in die ganzen Dispenser rein, der Spender rein. Und die Spender wiederum, die füllen dann die Truhen voll. Und dann können wir uns immer da aus den Kisten das rausholen, was wir brauchen. Und wenn ich das so sehe, gibt das schon einige Kisten. Also ich glaube, da kriegen wir so ziemlich viel untergebracht. Alles weiß ich nicht, aber sehr viel auf jeden Fall. So, wird es bald dunkel? Ja, aber es bald dunkel. Bis dahin können wir jetzt nochmal hier ein bisschen Brennholz besorgen. Und dann wird es das gewesen sein für heute. Wer also jetzt nicht mehr unbedingt zusehen will, wie ich hier die Birken noch zermatsche, dem sei schon mal viel Spaß bei den nächsten Folgen gesagt. Denn viel mehr wird jetzt hier, denke ich, nicht passieren. So. Aber die Birken müssen wir natürlich auch abholzen. Die haben wir extra hingesetzt zum Abholzen und zum Kohle sammeln. Dann sollten wir uns natürlich auch an unseren eigenen Plan halten. Alles andere wäre sonst ein bisschen doof. Bin mal gespannt, was im Setzling rauskommt. Eben waren es irgendwie 18 Stück oder so, die wir eingesammelt hatten, glaube ich. Die habe ich dann einfach wieder wahllos quer hier hingesetzt. Wahllos wer hier hingesetzt? Jo. Wahllos quer. Und beim nächsten Mal muss ich auch daran denken, dass wir auf jeden Fall mal die Rindviecher wieder füttern. Dass wir da ein bisschen neuen Speck bzw. neue Steaks kriegen. Für den Speck sind die Schweine zuständig. Die müssen wir auf Dauer auch noch einsammeln und züchten. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier irgendwo Schweine in der Gegend? Also Schafe haben wir definitiv und Kühe haben wir definitiv. Hühner hatten wir, glaube ich, mal ein paar Eier von, aber bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Die müssten wir dann aber relativ gut nachzüchten können.
Ansonsten dürften hinten beim Dschungel ein paar Hühner gewesen sein. Schweine bin ich mir aber gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und ich glaube, die Sonne geht jetzt schon unter, also ob wir das schaffen, in der Zeit hier alles wegzuhauen, bin ich mir auch gerade nicht sicher. Denn dadurch, dass alles so ein bisschen hängt, muss ich mich immer wieder neu orientieren, wo ich gerade drauf haue. Mag für euch jetzt nicht so tragisch sein, weil es relativ normal noch aussehen wird, denke ich, in der Aufnahme. Aber wenn hier so ein Bruchteil von einer Sekunde immer irgendwas fehlt oder nicht schnell genug reagiert, wenn man die Maus bewegt, das merkt man vom Kopf her dann doch schon, dass da irgendwas nicht stimmt, finde ich zumindest. Dass die Reaktion einfach irgendwie total gestört ist. Und das ist dann doch auf Dauer auch ein bisschen anstrengend und komisch. Deswegen werde ich dann auch froh sein, wenn gleich die Aufnahme soweit durch ist und beim nächsten Mal dann hoffe ich wieder flüssiger läuft. Ja. Ansonsten bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden und auch sehr froh, dass ich mal wieder so eine längere Zeit aufgenommen habe. Tat echt gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und werde mich jetzt gleich hier von den Birken her verabschieden. Ich denke mal, wenn es dann aus ist, werde ich nochmal kurz die Sitzen hängen. Ach nee, die bleiben ja liegen. Beziehungsweise die können wir jetzt schon mal einsammeln. Kommt, wir gehen jetzt einsammeln, dann gehen wir ins Bettchen. So. War auf jeden Fall cool, mal wieder so eine längere Zeit aufzunehmen. Ich hoffe, das macht dann auch Spaß, das mal wieder so ein bisschen am Stück zu sehen. Nicht immer so kleine Stückchen hier, Häppchen, ein, zwei Folgen hier, ein, zwei Folgen da. Aber ich habe ja zuletzt immer so wöchentlich nur aufgenommen, dass immer nur so zwei Folgen oder so da waren. Jetzt haben wir die 18 Setzlinge schon wieder drin. Ich denke mal, da kommen jetzt sowieso noch ein paar mehr runter, wenn ich jetzt hier lang laufen würde. Fällt noch der ein oder andere runter. Es wird mir aber langsam zu kriminell, weil es jetzt dunkel wird. Also renne ich jetzt ganz schnell zum Häuschen hin. Hat mich auf jeden Fall gefreut, wenn ihr wieder mit dabei wart. Wer es im Einzelnen sein wird, der die Folgen immer sieht, kann man ja vorher nie so wissen. Aber ich habe mir jetzt zuletzt auch die Zugriffszahlen angeguckt. Es sind doch wohl ein paar, die immer wieder regelmäßig mal gucken. Und ich hoffe, euch gefällt es zumindest, was ich hier mache. Und wie immer, wenn ihr mögt, lasst doch ein kleines Feedback da. Vielleicht auch mal einen Daumen hoch oder so, wäre ganz cool. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß weiterhin auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!